Jetzt gibt es wieder ein bisschen Entspannung und Massage. Ja, und was machen wir heute? Heute geht es um die Unterschenkel und die Füße. Also Wadenbereich vor allem. Ja, da ist auch sehr viel Muskulatur, die oft so ein bisschen Zicken macht. Ja. Auch das Schienbein, das werden wir aber nur am Rande anschneiden. Und natürlich die Füße. Und die Füße sind ganz, ganz wichtig, denn da laufen nicht nur viele Muskeln, sondern auch viele feine Muskeln. Und die können wir damit wunderbar lockern. Ich nehme erstmal wieder den großen Aufsatz. Wir werden aber jetzt dann auch gleich wechseln und noch andere Aufsätze verwenden, die sich genau für die Bereiche wunderbar eignen. Für den Bereich Wadenmuskulatur, ich fange jetzt hier auf der Innenseite an, erstmal mit dem großen Aufsatz. Also der ist wieder etwas weicher, der ist auch durch die Größe bearbeitet er großflächiger eben die Bereiche. Und gerade wer da so ein bisschen zu festen Waden neigt, also Mountainbiken, Laufen, ja, natürlich die Sportarten, aber auch, liebe Damen, hohe Schuhe tragen und so weiter, ja, da ist natürlich ein bisschen Massage, Entspannung für die Muskulatur wunderbar, auch für zwischendurch, ja. Einfach mal hochlegen das Bein und wieder mit langen, streifenden Bewegungen arbeiten. Und da spürt man direkt eigentlich, wo so ein bisschen die Verspannung sitzt. Nach oben hin, das bitte beachten, wenn es in Richtung Kniekehle geht, da wieder die knöchernen Strukturen beachten, ja, also vorher aufhören. Und zum Thema Lymphfluss zum Beispiel noch, könnt ihr hier auch mal ganz gezielt von unten nach oben streichen. Also entlang der Lymphe in Richtung Kniekehle. Das hilft auch, wenn man beispielsweise beruflich viel steht, ja, oder auch viel sitzt und die Beine manchmal so ein bisschen schwer sind. Ja, da kann man das Ganze ein bisschen positiv unterstützen. Jetzt werden wir mal wechseln. Ich mache das Ganze übrigens auf Stufe 1, würde ich euch auch bitte empfehlen. Und gerade jetzt im Bereich Achillessehne, dafür werde ich jetzt mal hier unseren Aufsatz mit diesen zwei Zacken verwenden. Da bitte unbedingt Stufe 1 verwenden. Den kann man natürlich auch drehen. Und dann den Fuß ein bisschen anwinkeln. Und jetzt ganz sanft beginnen, hier mit einer kleinen Bewegung. Tief und hoch, also gezielt Bereich Achillessehne mit wenig Druck, also Druck rausnehmen und lieber mit Bewegung arbeiten. Und das kann man natürlich auch hier nach oben fortsetzen. Und das Schöne ist, man kann sich eben genau den Bereich raussuchen, ohne hier im Fersenbereich Druck auszuüben. Ja, also auch hier wird quasi durch den Aufsatz die knöcherne Struktur automatisch ausgespart. Beim Knöchel bitte ein bisschen aufpassen. Ja, ansonsten, wenn ihr punktuell drauf bleibt, bitte eine Minute maximal. Ja, ich mache das immer nur ein paar Sekunden und dann gehe ich wieder in die Bewegung. Als Variation, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Fuß irgendwo aufzulegen, wo er nach vorne im Sprunggelenk locker sein kann, dann könnt ihr auch Folgendes machen. Ihr könnt den Fuß währenddessen auch leicht ein bisschen mitbewegen. Ja, auch das hilft, das unterstützt nochmal so ein bisschen diesen entspannenden Effekt. Also das mal so als Tipp, einfach mal ausprobieren. Wenn es dann in den Bereich Schienbein geht, entweder den großen Aufsatz, ja, der ist ein bisschen weicher, oder auch gerne mal hier unseren Spitzenaufsatz. Bitte, das Schienbein hat wieder viel knöcherne Struktur, aber wir können hier trotzdem sehr gut arbeiten und ich mache das jetzt mal auf die Art und Weise. Ich lege den Fuß einmal hoch. Beginnt bitte in der Außenseite, ja? Und kommt wieder über die Bewegung. Den Fuß, das Fußgelenk bitte entspannt halten dabei. Und dann langsam runterarbeiten Richtung Wadenbereich und wieder nach oben arbeiten. Den inneren Bereich, ja, des Schienbeins, den bitte aussparen. Wenn überhaupt, dann nur mit dem großen Aufsatz mal ganz sanft drüber gleiten. Aber wir sind hier im äußeren Bereich. Das ist eigentlich der Bereich, wo sich oft die muskulären Spannungen manifestieren. Deswegen hier punktuell, aber trotzdem mit Bewegung arbeiten. Also dafür ist der Aufsatz eigentlich perfekt. Ja, ein paar Minuten Zeit nehmen und danach die Füße noch ein bisschen hochlegen, die Entspannung noch ein bisschen mitnehmen. Probiert es aus, das tut richtig gut, das durchblutet, die Füße werden warm.
absolut perfekt. Ich wünsche euch viel Spaß.